So, Freunde, weiter geht's. Nächster Part. Jetzt gehen wir zum Tigertempel, weil ich glaube, das Schwein erwartet uns dort. Mit dem müssen wir reden. Außerdem gibt es beim Tigertempel, glaube ich, einen Keller. Den versuche ich zu finden. Irgendwie kann man den öffnen, aktivieren. Keine Ahnung. Das machen wir mal. Geisteressenz brauche ich. Aha, das ist gut. Aber wir gehen reisen. Tempeleingang. Das ist der. Da gehen wir hin und dann schauen wir. Ich weiß halt eben nicht, wo sich so ein Wildschwein, also das Wildschwein befindet. Aber mal gucken. Ach, da. Eigentlich setze ich mir offensichtlich, Mann. Dass ich da was draufstellen muss. Ja, nicht schlecht. Da fließt's ab. Ich weiß zwar nicht, was mich da unten erwartet, aber okay. Geisteressenzen sind, glaube ich, immer gut. Haben wir was? Interessant. Oh ja, Leben erhöht. Was ist das? Okay. Ich dachte, da muss ich wieder etwas einsetzen. Wer hustet hier, Alter? Digga, what the fuck? Oha, okay. Okay. Digga, verpiss dich doch, Alter. Alter, ich schneide dich jetzt hier zu tot, Alter. Ich stech dich ab, Amanako, mal, Alter. Was ist los hier? Schnapp ihn dir. Digga. Alter, die waren echt schwierig, Mann. Seabed-Offizier. Boah, Digga, also... War nicht so ohne, aber ich glaube, das war eher das Problem, weil so viele von denen waren. Okay. Ah, so kommt man hin. Aber ich muss da... Da muss ich rüber. Nein. Nein, Alter. Toll, muss ich nochmal den ganzen Weg laufen, oder? Ach, fick dich. Mann, kotzt mich dann. Ich muss hier oben rauf, da ist was, was ich holen muss. Da vorne ist halt eben was, wo man halt drauf springen muss und das muss man holen. Da ist irgendein guter Gegenstand drin. Ne, komm, Alter, Digga. Wie komme ich denn da hin, Mann? Viel zu früh, aber. Jawohl, jawohl. Oder einfach nur 30 Grad aus.
Das hat einfach Ewigkeit gedauert. Ich glaube, ich habe 20 Versuche gebraucht. Da aber kommt ja keiner drauf, Mann, dass du da eine schwere Attacke machen sollst. Und das soll dann das Wildschwein sein. Das hat einfach nur zum Trost. I hear the realm of gold is where the sun sets. There, they held rats above all. And somehow, before we knew it, the realm. I just tried those rat guys. Its people are not yet extinct. I suspect the yellow wind. Our senior brother gave me a piece of gold. It's the right time now. I'm taking. I just tried those. It's people. Our senior brother gave me a piece of gold. It's the right time now. Okay, aber wo geht er hin? Nee, hier hält er sich auch nicht auf. Oh, da ist er. Lass ihn mal schneiden hier. Ah, das ist scheiße, dass ich meine Attacke nicht einsetzen kann. Blöder Schwein, Alter. Was haben die Leute immer mit dem Scheiß hier drauf, Alter? Na, komm schon. Toll. Weiß ich, fütter ihn? Ich fütter ihn und er. Digga. Ich geh einfach gegen ihn drauf, Mann. Alter, ich habe einfach gegen ihn verloren. Ach, leck mich, Mann. Ich hab bei ihm Angst jetzt, ganz ehrlich gesagt. Mehr, aber klar, ich bin kein da. Machen wir mit ihm. Na komm. Ja,
Alter. Und jetzt aber ging es voll schnell. What an excellent fight. The intensity. This is good. You and I should explore that realm together. Okay. Alter, was hat denn der für Nägel, Mann? Oh lol. Was Rüsselmaske, Kopfbedeckung. Was passiert hier, Alter? Wartet hier wieder schon so ein fetter Boss auf mich? Oh shit. Men in our time do not see the ancient moon, but this moon hath shone on men of yore. Behold, be it the realm of sunset or the realm of gold, it's but an echo of the past. Legends speak of an ancient colossal beetle in these sands. Okay. Whilst deep in slumber, it lay hidden beneath the earth's embrace. When awakened, it would devour all souls that crossed its path. Its shell, harder than stone, defied the strikes of common arms. Gewöhnliche Waffen. It struck fear into traveling merchants and wider to neighboring realms. But a yellow-furred rat sensed the immense power emanating from the insect. He halted the beetle's havoc and harnessed it for his own ends. Okay. Overjoyed, the king named the rat Gwai, the royal sage, and built a shrine in his honor. The bound beetle was a perfect source of power, so the rat stayed. He seized the tongue monk with a new power and battled with Sun Wukong upon the Yellow Wind Ridge. The Gwai's formidable wings failed the vast expanse of the sky. Okay. Were it not for Bodhisattva Lingji, Tongue Monk's quest for the scriptures would have failed. Yet, stripped of the rat's protection, the kingdom was plunged into a state of ruin. The once lush Yellow Wind Ridge now lies a desolate wasteland. Da dürfte es noch einen Boss geben, Alter. Haben wir gleich noch einen Boss, Alter. Aber wir sehen uns beim nächsten Part. Servus.